Ja, vielen Dank, Janet Bohatin. Wir kommen zum nächsten Programmpunkt, zu Dietmar Dart. Dietmar Dart ist ein, man könnte sagen, fast schon hyperproduktiver Schriftsteller, Journalist und Übersetzer. Er war Chefredakteur der Zeitschrift Spex und von 2001 bis 2007 Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, für die er seit September 2011 auch wieder schreibt. Dietmar Dart veröffentlichte 15 Romane, außerdem Bücher und Essays zu wissenschaftlichen, ästhetischen und politischen Themen. Darunter befinden sich die Streitschrift Maschinenwinter, Wissen, Technik, Sozialismus, eine spekulative Fantasie darüber, wie man mit Technik Geschichte machen könnte, deren Anspielungshorizont von Darwin, Marx, McLuhan, Foucault bis Lenin reicht und davon ausgeht, dass Technologien Gestaltungsmöglichkeiten erweitern. Oder aber das Buch Die Abschaffung der Arten, das wiederum eine sozialistische und biopolitische Utopie, die 2008 in die Shortlist zum Deutschen Bücherpreis aufgenommen wurde. Ganz aktuell ist das Buch Der Implex, das Dietmar Dart gemeinsam mit der Schriftstellerin Barbara Kirchner geschrieben hat, die gleichzeitig Professorin für theoretische Chemie an der Universität in Leipzig ist und das übernächste Woche bei Suhrkamp erscheinen wird. Das Buch, das Reisen durch realistische Forschung ebenso wie fantastische Kunst übernimmt, das also verschiedenste Diskurssysteme durchschreitet und kombiniert, fragt, ob etwas wie sozialer Fortschritt gedacht und gemacht werden kann und begleitet die Schicksale von Versuchen, die Welt besser einzurichten. Held des Buchs, so heißt es in der Leseprobe, ist der Begriff Limplex, den die beiden bei Paul Valéry gefunden, dann entwendet, verwendet und semantisch neu aufgeladen haben. Wie genau, werden wir eben erst Mitte Februar erfahren. Valéry jedenfalls figuriert mit dem Implex ein Potenzial, das zu einem Instabilitätspunkt hindrängt, zu einer Schwelle in einem psychischen, aber auch physiologischen System, eine Umwandlungsenergie, die einen ekstatischen Moment auslöst. Und es ist genau dieser Schwellenmoment, an dem Valéry die Möglichkeit verortet, Erregung in Sprache oder Dichtung zu transformieren. Ich möchte nicht zu erwähnen vergessen am Ende, dass Dietmar Dart jüngst auch als Dramatiker und Lyriker in Erscheinung getreten ist. Und jetzt bin ich aber vor allem gespannt zu hören, was der Gedanken- und Textgenerator, wie Eckhard Knörrer Dietmar Dart einmal genannt hat, darüber sagt, wie man nichts sagt, wenn man Information sagt.